Habt ihr das Geld gestohlen? Ich habe es nicht gestohlen. Ich habe keine einzige Münze für mich selbst genommen. Aber für jemand anderen. Bitte lasst es mich erklären. Wisst ihr, ich habe ja schon immer davon geträumt, eine eigene Druckerei zu haben. Wir haben die gebaut. Damit ich jederzeit selbst Bücher drucken kann. Und dann habe ich erfahren, dass in Brevoy eine Druckerpresse billig verkauft wird. Und nun ja, ich konnte einfach nicht widerstehen. Moment. Wir haben gerade 100 BP ausgegeben, um eine Druckerpresse zu kaufen, die Blaupause dafür. Und du hast nochmal Geld dafür ausgegeben? Ihr habt euch in der Schatzkammer bedient, jeden anderen hätte ich dafür längst in den Kerker geworfen. Ihr werdet das Geld zurückzahlen, egal woher ihr es bekommt, und ihr werdet die Druckerei nie wieder erwähnen. Jo. Lindsay sieht dich mit flehendem Blick an. Ja, nee. Seht mich nicht so an. Ich habe euch vertraut und ihr verschleudert mein Geld für Spielzeug. Es tut mir so leid. Ich gebe das Geld zurück. 30 pp. Mein Wort darauf. Und sie kriegt am Ende ja trotzdem Druckerpresse, weil ne, die anderen das machen. Gut, damit wird die Aufgabe erledigt. Tschink. Aufträge von Gefährten. Ja, Druckerpreis ist weg. Mutter aller Festmehle. Ich versprach, zu diesem feierlichen Anlass etwas Besonderes zu spielen. Ich brauche nur ein Zeichen, damit ich weiß, wann ich beginnen kann. Oh, wir haben sie gerade weggeschickt. Das könnte eventuell durch Buggy werden. Na, wenn Talan Dama nicht am Ende alleine dasteht. Sie sollte doch zumindest Interesse daran haben, eine starke Gruppe hinter sich zu haben. Ja, eine starke Gruppe schon. Aber man muss nicht jeden mitnehmen. Du hast zwei Schwänze? Nein, die Spuggy, sie ist zweimal da. Weil Amiri wird immer da sein, Harim wird immer da sein. Valerie wahrscheinlich auch. Und mit denen können wir schon fast alles verschaffen. Ja, also. Außerdem wird Lindsay nicht weglaufen, weil Lindsay hat einen Fehler gemacht. Wenn man ihr jetzt gesagt hätte, das ist okay, dann unterstützt man so ein Verhalten nur. Das spricht der Papa in mir. Wenn man bei sowas dann zu sehr nachgibt und immer sobald man nur traurig guckt oder pling pling mit den Augenlidern macht, dem nachgibt, dann erzieht man ein Arschloch, das andere Leute später ausnutzt. Also, ja, ist schon nicht ohne Grund alles so. So, Lindsay, wo bist du hingelaufen? Du musst Musik spielen, sonst können wir hier nicht weggehen. Oh, ich darf nicht weggehen. Doch? Aber die wird nicht hier sein. Lindsay ist einfach gerade rausgefaced, weil sie nicht mehr da sein soll. Oh. Was zur Hölle machst du das Spiel? Sehr kurios. Und die Flasche Wein. Ich will keine Flasche Wein. Ich will noch was zu sagen. Mieses Fest, nicht genug Essen. Hallo Frank. Okay, warum brauchst du eine Flasche Wein? Wir dürfen anscheinend nicht gehen, bevor wir das nicht gemacht haben. Das mysteriöse Lächeln der Frau bringt dich aus dem Konzept. Danke, dass ihr ein solch wundervolles Fest für Ikon organisiert habt. Meint sie nicht so. Okay, könnt ihr mir eine Flasche Wein geben? Ihr müsst die Flasche doch nicht tragen, euer Gnaden. Ich schenke euch ein, bringt mir einfach ein Glas. Ich brauche eine Flasche Wein und zähle jetzt bis drei. Eins. Ach, hier, euer Gnaden. Okay. Wir werden dazu genötigt. Ich glaube, das hat die Quest verbuggt. Dieses Gespräch mit Lindsay hätte hier nicht sein sollen. Ja, denke ich auch. Ntavi grüßt dich mit einem bezaubernden Lächeln. Demonstrativ eine Flasche Wein öffnen und daraus trinken. Das ist kindisch.
Hier, bitteschön. Vielen Dank. Wenn ihr nun bitte entschuldigt. Genau, sie geht rüber zu ihm. Elina, bringst du mir bitte einen Oh, böse! Würdet ihr bitte warten? Und jetzt muss ich den Korkenzieher holen für sie. Oh. Das wäre ein Power-Move. Von wegen, dass sie dann einen Bückling machen soll und Diener spielen soll, während sie dann ihm den Wein anbietet oder irgendwas in die Richtung. Tja, ist ja wohl weg, ja? Und Talana ist anscheinend so neugierig, dass sie gleich hinterherlaufen muss. Also muss, weil Quest. Ja, ich denke, das hätte wirklich nicht so laufen sollen. Oh, doch da. Was steht sie da? Ach, Spiel. Steht hier irgendwo ein Waldläufer rum. Weiß nicht so ganz, was er machen soll mit den ganzen Frauen um ihn herum. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Ich muss einen Quicksave laden oder was auch immer das war. Da. Ja. Und dann was machen? Also mit Lindsay. Sie wird das wieder ansprechen. Das heißt, wir müssen jetzt die Druckerpresse gehen, damit sie nicht wegläuft. Nein, wir gehen zurück in die Stadt. Zum Thronsaal und im Thronsaal sprechen wir Lindsay an und dann kommt das raus mit der Druckerpresse und dann läuft sie da dann weg und dann gehen wir gleich zu dem Jagdrevier und dann sollte das irgendwie wohl passen, hoffentlich. Lindsay ist doch hier, oder? Nein. Okay. Genau. Ist das Spiel neu? Geht so. Miss Darkblood 666 meint gerade, das Spiel müsste von 2018 sein. Ja. Gehen wir in die Taverne gucken. Das heißt, es ist raus, es hat seine Add-ons, es hat alle Patches, es hat einen rundenbasierenden Modus nachträglich bekommen und ist soweit jetzt fertig, wie ich denke zumindest. Und der zweite Teil ist schon in der Mache. Und ich sehe Lindsay nicht. Ist sie jetzt vielleicht nicht da, weil ich sie mit in die Gruppe genommen habe? Ja, Miri ist auch hier, obwohl sie in der Gruppe ist. Da ist Jessel. Ne, ich glaube, dann ist Lindsay am Kamin. Okay, guck mal raus. Oh, warte, da war noch jemand in ihrem Raum. Achso, die Spielgefährtin. Am Kamin. Ach, sie ist so klein. Ja, sorry. Hat sie das Geld gestohlen? Bla, sieht mir nicht so an. Geht weg. Okay. Ausgang annehmen. Also ist das einfach nur die zweite Variante, wie man in die Druckerpresse kommen kann. Und das ohne 100 BP auszugeben. Für die Min-Maxer unter euch. Betreten. Ich glaube, diesmal spare ich mir die Bären vorher.
passt. Es hatte die Patch leider dringend nötig. Das Spiel war teilweise unspielbar bei Veröffentlichungen. Jetzt ist es aber ziemlich gut und Bugs nur noch selten. Also wir haben jetzt gerade einen gesehen. Harim war schon 4 oder 5 Mal unter der Welt und lag sonst sehr viel auf dem Boden rum. Durch einen Bug, wo er nicht mehr aufstehen konnte. Also, ne, selbst dafür, dass es gut gepatcht wurde, wurde es noch nicht gut genug gepatcht. Leider. Also da kann ruhig noch was kommen. Also gerade bevor der zweite Teil rauskommt, sollten sie dann noch ein bisschen was machen. Speichern. Ja, danke für den Hinweis. Wird gemacht. Und jetzt klickern wir uns wieder durch das Ganze. So, und im RP macht Talana das Ganze mit... Oh, hallo Hydra. Hail Hydra. Und im RP macht Talana das Ganze mit der Flasche nicht. Und so. Das machen die alles unter sich und wir gehen einfach hinterher. So, ihr Schwanz ist schon mal nicht mehr buggy. Das ist ein gutes Zeichen, denke ich. So... So geht es euch? Wie meint ihr das? Nicht mehr so viel jammern. Fertig. Du gehst zurück. Worüber wollt ihr reden? Du brauchst Wein. Okay. Jetzt brauchst du Wein, sagt sie uns immer noch nicht. Elina, gib mir eine Flasche Wein. Gib mir jetzt eine Flasche Wein. Hier. Jetzt lassen wir die weggehen. Und dann suchen wir sie und finden sie hoffentlich. Und danach können wir Lindsay noch ansprechen wegen einem Lied. Wenn es dann nicht zu spät ist. Oh, Doppelschwanz. Hey, wo wollt ihr hin? Okay, Lindsay können wir nicht ansprechen, Elina auch nicht. Ah, okay, das hat gefehlt, der Trigger. Lindsay blickt dich überrascht und an, bemüht sich, den Rhythmus zu halten. Wohin geht ihr? Wenn ihr jetzt geht, ist der ganze Plan gescheitert. Bei der Gruppe bleiben. Das heißt, wir sollen denen nicht hinterhergehen. Sondern stattdessen was machen? Danke für das Gespräch, Valerie. I'll go ahead. Warum in diesem Cup feiern, wenn uns das ganze Schloss zur Verfügung steht? Ugh. Ja, ich verstehe die Leute hier auch nicht. Ich glaube, es ist wieder was kaputt. J. Da, mit Lindsay sprechen. Ich versprach zu diesem feierlichen Ansatz etwas Besonderes zu spielen. Ich brauche nur ein Zeichen, damit ich weiß, wann ich beginnen kann. Ich muss trotzdem gehen. Und nun? Nun ist es ganz weg. Mit der Wirtin sprechen ging nicht. Mit denen sie sprechen ging auch nicht. Und das Ganze ist gefailt. Okay, dann neu laden. So viel zu den Bugs. Also müssen wir vorher Lindsay ansprechen, dass sie mit ihrem Lied rumtrellert und dann erst die ganzen anderen Sachen machen.
So. Vier Stunden diesmal noch. So, Lindsay vielleicht zuerst, damit es nicht buggt. Lindsay streicht abwesend mit den Seiten, mit den Fingern über die Seiten. Lindsay, ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt für eine Darbietung, weil du sonst buggst. Seid ihr sicher? Hattet ihr schon genug Zeit, mit allen zu sprechen? Okay, warte, sprechen wir erst noch mit den beiden. Wir müssen noch ein Arschloch sein, damit er eventuell böse wird. Geht es euch? Wie meint ihr das? Nicht mehr jammern. Bye. Das mit dem Wein. Ekon und die Frauen müssen ihren Wein bekommen. Dann Lindsay sagen, dass sie ihre Rede halten und dann kommen die beiden wieder. Nee, ich konnte Lindsay eben gerade nicht anstupsen. Da war keine Option mehr. Speicher nochmal. Bitte um Aufmerksamkeit. Meine Freunde, erheben wir die Gläser. Feiern wir unser Abenteuer und dass wir die anderen haben, mit denen wir sie teilen können. Und danken wir Elina für ein großzügiges Festmahl. Der Abend war wunderbar. Sie verbeugt sich und errötet. Und nun möchte ich etwas ganz Besonderes für euch spielen. Ich habe seit einer Weile nichts mehr komponiert, aber dies ist eine besondere Gelegenheit. Lindsay nimmt eine theatralische Pose ein und beginnt zu spielen. Musik beginnt zu fließen. Lindsays Darbietung ist nicht perfekt, aber sie ist tiefgreifend und emotional. Eine Kadenz folgt auf die andere und Musik hallt zwischen den Bäumen wieder. Du bemerkst plötzlich, dass Eko näher neben dir steht, als du dachtest. Dir wird klar, dass er sich langsam näher nicht heranbewegt. Er setzt kaum merklich einen Fuß neben den anderen, versucht niemanden anzusehen. Gleichzeitig versucht Elina, sich näher an Eko zu lehnen und seine Schulter zu berühren. Als sie bemerkt, dass du sie beobachtest, wirft sie dir einen strengen Blick zu. Einen Schritt von Ekon zurückweichen. Du machst einen Schritt und Ekon tut es dir gleich. Elina zieht eine Schnute und blickt weg. Ah, Kindergarten hier. Endlich spielt Lindsay den letzten Ton und das Lied verhallt. Lindsay ist zufrieden mit der Darbietung und erhält einen wohlverdienten Applaus. Wolf legt den Kopf schief und sieht ihn an. Der Wolf, der etwas abseits stand, wedelt mit dem Schwanz und geht auf Ekon zu. Oh, seht euch das nur an, Ekon. Er wirkt so treu, ihr müsst ihm einen Namen geben. Ja, ihr seid schon so lange zusammen, ihr habt schon so viel miteinander durchgemacht. Ntavi schüttelt den Kopf. Das Herz will, was es will. Warum sollte man Zuneigungen heucheln, wo es keine gibt? Boah, Junge! Wenn ihr dazu über euren eigenen Schatten springen müsst, dann lasst es. Seine Loyalität wird geschätzt, bin aber noch nicht bereit, über sein Schicksal zu entscheiden. Ntavi nickt verständnisvoll. Übrigens, Freunde, ich will nicht zu trivial klingen, aber ich bin sehr müde und wir müssen immer noch zurück in die Stadt. Vielleicht packen wir lieber zusammen? Okay. So, mal gucken, was das jetzt für Auswirkungen hatte. Und ob das mit dem Wein, der jetzt fehlte, irgendwie schlimm war. Anscheinend nicht. Und ich denke, wir werden auch erst wirklich in der ganzen Weile rausfinden, was das jetzt für Auswirkungen hatte. Weil die ganzen Companion-Sachen sind ja doch meistens recht verschoben zeitlich. Ich meine, sie hatte schon vor, keine Ahnung, 6, 7 Streams oder so erwähnt, dass Geld aus der Kasse verschwunden war. Wenn nicht sogar noch länger her. Das sollte also okay sein. Okay,
gehen. Nope, alles neu. Okay. Dich, 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 dich und dich. Ihn nehmen wir jetzt damit, damit er ein paar mehr Dialogoptionen hat beim Campen. Also sich mitteilen kann und grumpig sein kann. So, dann geht es jetzt zu der einsamen Mühle. Da könnte der Schamane hingeflohen sein, weil er ist vom Goblin-Dorf aus Richtung Nordosten. Also dahin. Möchtest du dich ausruhen? Na gut. Verwalten. Knock, knock. Was kannst du gut? Wache halten ist okay. Was wird deine Spezialfähigkeit? Knock, knock stellt mehrere Fallen auf, die das Lager von Monstern schützen und im Falle eines Angriffs zuschnappen. Aber sie ist eine echt miserable Wache. Okay. Warum überhaupt? Das verstehe ich nicht so ganz. Also sie ist ja echt, echt schlecht. Und sie ist eine Kriegerin. Warum ist sie schlecht im Wache halten? Vielleicht schläft sie schnell ein? Harem sighs like belly is full. It is good? I sigh, for I am contemplating the emptiness which will consume us all. Schade, dass kein Response von Knock Knock daraufhin kam. Aber ja, die beiden dürften interessante Gespräche triggern, weil er halt immer so tiefsinnig und tiefgründig und depri ist und er halt einfach nur sein Leben lebt und essen will. Wenn man die falsche Entscheidung in Ikons Side Story trifft, kann er permanent abhauen, nur eine Vorwarnung. Und dann ist er halt weg. Na nun, achso, fortfahren. Hey, als wir die Windmühle passieren, sehen wir etwas Seltsames. Einige Goblin kauerten im Schatten des Gebäudes und machten, was Goblin am besten können. Sich die Bäuche vollschlagen. Sie hatten einige prall gefüllte Säcke mit Mehl und ließen es sich gut gehen. Einige brieten über einem offenen Feuer Pfannkuchen, andere warfen Teigstücke in einen brodelnden Kessel und wieder andere wälzten sich einfach im Mehl und stopften sich in den Mund. Außerdem tranken alle Goblins Bier aus einigen Fässern, übergossen sich gegenseitig damit und grölten irgendwelche Lieder. Als sie uns sahen, wichen die fröhlichen Goblins, vermutlich aufgrund ihres Bierkonsums, nicht von der Stelle. Anstatt zu fliehen, winkten sie uns Pfeifen zu und luden uns ein, sich zu ihnen zu gesellen. Die Baronin wird sich bestimmt nicht mit Goblins abgeben. Wir sind nicht rechtschaffend gut. Nee, wir spucken auf den Boden und ziehen weiter. Sonst ist da nichts? Nee. Einsamen Grabhügel gehen wir nicht hin. Nein, 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 nein. Nö, ich weiß denn leider nicht, was mit dem Schaman jetzt war, aber wahrscheinlich ist es Teil von Knock Knocks Geschichte und das wird dann nach und nach noch aufgedeckt. Das heißt, wir schauen uns stattdessen einfach mal ein bisschen entgegen. Oh. Putzelfend meint, schade. Ist echt witzig, die kleine Aufgabe. Ja, wir können, also ich habe schon mal angekündigt, ich werde auf jeden Fall noch ein richtiges Let's Play dazu machen. Also nicht als Stream, sondern alles wesentlich ruhiger, wesentlich weniger Kommentare und all sowas. Und da werde ich dann auch einen guten Charakter spielen. Ich weiß noch nicht, ob rechtschaffend gut oder neutral gut oder irgendwas in der Richtung. Weil rechtschaffend gute Charaktere machen hier ja doch recht häufig krasse Sachen, wie da einfach alle Goblins angreifen. Also vielleicht einen neutralen guten Charakter oder ähnliches. Und da werde ich dann die ganzen Side-Stories alle ordentlich durchmachen, mit jedem Companion nett umgehen und. Das wird dann gleich ein ganz anderes Playthrough. Aber hier möchte ich halt Talana, so wie ich sie im Kopf habe, immer weitermachen. Also meistens zumindest. So, es sind einfach nur Banditen.
ist echt gut. So, Schild gegen Schild. Knock, knock. I'm the one who knocks. Knock, knock. Kam gerade zwei dazu. Achso, weil er in Reichweite gekommen ist. Wir brauchen einen größeren Feuerball. Schaden. Ah, das ist okay. Ist gleich schon durch, ja? Jo. Das Ganze jetzt für 300 Goldmünzen. Nicht die Welt, aber okay. Es irritiert mich ein wenig, dass das jetzt als Drachensymbol auf der Karte dargestellt wurde. Das war eigentlich für die schwierigeren Kämpfe vorgesehen und nicht für so einen Philippans. Oh, eine uralte Mine. Eine dunkle Grube führt in den Hügel. Vor dem Eingang liegt ein flacher, überwucherter Bereich, der wie ein perfektes Fundament für Gebäude aussieht. Wenn es hier aber je eine Siedlung gegeben hat, dann hat die Zeit oder eine andere unergiebige Kraft keine Spur davon zurückgelassen. Hast du schon den Brief von Kästen in deinem Inventar gelesen? Nee, ist es das Addon? Da bräuchte ich vorher noch die Info, ob wenn ich das Addon mache, ob ich dann hier als Talana auch einen Vorteil davon habe. Weil ich mag es nicht, wenn ich irgendwelche Storys spiele, die in sich denn geschlossen sind und nicht wirklich irgendwas bringen. Dann kann ich auch ein anderes Spiel spielen. Einen Segen bitte. Hallo Bärchen. Also hier soll ein Fundament für eine Stadt oder für ein Gebäude sein. Hi. Speichern. Mal gucken. Es ist 15 Drache. Uns alleine. Okay. Harem, Ablenkung. Kommst nicht ran. Kannst ranchargen? Nein, dann so ran. Knock knock used to lighting enemies on fire first. Kannst du auch gerne hier machen. Ich hoffe, er hat keinen schlechten Angriff. Schmieren werden wir denn nicht, Spiegelbilder brauchen wir nicht. Blitzstrahl trifft auch unsere Leute, dann mach einfach nur genau den. Oder nicht? Harim. Macht ganz minimal Schaden. Mal drei. Ja. Be easier if you not fight back. Oh, Alter! Was zur Hölle? Das war gerade ein Triple Backstab. Okay, Knock Knock bleibt immer in der Gruppe. Das ist mir völlig egal. Da
Wie können wir auf den Heiler verzichten, so viel Schaden? Ja, da kannst du nicht mithalten, Amiris, tut mir leid. Aber du bist die Ablenkung, die er braucht, um flankieren zu können. Heilung. Ein uraltes Amulett. Ne, es war aber nur ein Schutzamulett, ne? Ja, natürlich Rüstung. Plus 1. Hier plus 2. Knock Knock ist ein Killer. Jo, absolut. Die Inschrift auf dem uralten Stein ist kaum noch zu erkennen. Eigentum von Haus Trestrin. Knock Knock freut sich über die positive Resonanz. Oh? Achso. Ja, ich denke, dann haben wir für morgen Abend was Interessantes zu tun. Ah, da geht's gar nicht rein. Ja, dann haben wir hier morgen Abend doch nichts zu tun. Da wäre ein Eingang. Hier muss es irgendwo hochgehen. Nee. Guck mal da hin. Ich wollte gerade sagen, spiel mal das Lied, dass wir denn die Sachen besser finden können. Aber nee, wir haben gerade keinen Baden. Wie viel Wahrnehmung hast du? Geht so. Haben beide 12. Ich glaube, das war echt nur für den einen Kampf hier. Schade. Jo. Na gut, dann halt so. Für heute ist erstmal Schluss und morgen werden wir uns einfach hier in der Gegend weiter umsehen. Gibt es ja noch recht viel, was wir uns nicht näher angeschaut haben. Was auch passiert, wenn wir da ganz hochgehen würden, weiß ich auch nicht. Das mit dem Brief. Also ich habe keine Lust, eine zweite Truppe zu spielen, wenn es keine wirklichen großen Auswirkungen hat auf die Story. Ich weiß, manche Leute mögen das, dass man noch mehr von der Welt sehen kann oder ähnliches. Aber nö, mich interessiert das nicht wirklich. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass man da jetzt parallel zu diesem Spiel hier eine andere Truppe spielt und dann die Charaktere übernehmen kann und hier in die Gruppe mit reinnehmen kann oder die Ausrüstung oder irgendwas in der Richtung, dann ja. Aber so würde ich es wahrscheinlich jetzt erstmal ignorieren. Aber falls ihr dann noch mehr Feedback habt, wie das denn so funktioniert und ob es sich lohnt oder nicht, könnt ihr mir den gerne in die Kommentare schreiben unter das Video. Boah. Wie gesagt, für heute dann erstmal Schluss. Morgen 20:30 Uhr geht's hier ganz normal weiter bei Pathfinder. Bis denn.